Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist Kacke. Hihihi. Die sind alle so gemein zu uns. Katakons 2. Oh oh. Oh 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 oh. Nicht gut. Wo soll ich denn da jetzt ausweichen? Wie kann ich nur nach oben eigentlich? Weil die treffen sich ja alle in der Mitte. Genau wie jetzt wieder. Nein, hat uns getroffen. Ein Herz fehlt uns. Verdammt. Oh oh. Oh oh. Na, Dad, helf uns. Da hinten ist er. Wer hat denn so geschrien gerade? War aber nicht der Vater, oder? Der so... Susan, eine Feuerheilung und die Karte zeigen. Cool. Goldraum ist unten, da gehen wir hin. Finde ich gut. Wow, so schnell. Verdammte Axt. Hör auf, so schnell zu sein. Oh, ich habe daneben geschossen gerade. Egal. Hier ist der Goldraum. Ja, die Zwiebel. Schneller schießen. Die Zwiebel ist einer meiner Lieblings-Items. Wortwörtlich. Wie weit fliegen die ungefähr? Nice. Und dann auch so schnell. Oh, was haben wir denn hier? Der Geist kann ja kaputt schießen, aber bringt mir nicht viel. Wenn ich hier unten die Diarrö verwende, habe ich die Bombenmist da oben. Verdammt. Die eine da unten noch? Naja, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die Pilze kaputt gehen, anstatt dass ich kaputt gehe. Was soll man machen? Oh, oh, ich bleib hier stehen. Zur Sicherheit. Unser Buddy kann uns eigentlich helfen dann. Könnte, wenn er das vermag. Aber macht er gerade nicht. Doch, jetzt macht er. Yeah. Also Buddy meine ich jetzt unseren Begleiter. Nicht den Fuß. Und noch ein Schlüssel. Oh oh. Alter, wie viel Schaden der im Hau reinhaut. Das Geld. Yeah. Ich muss wieder im Shop. Nächste Ebene. So viel, wie ich hier gesammelt habe schon wieder, kann ich wieder alles reinbuttern. Bombe haben wir nicht für die Pilze. Ich gehe gleich mal weiter und hoffe auf Herzen. Da ist ein Opferraum, oben ist der Geheimraum. Ich gehe da einfach mal in die Richtung schon mal. Und weiche möglichst allem aus. Oh, bleib hier unten stehen. Auf Sicherheit. Ich will ja nicht noch mehr Leben verlieren. Ich habe ja nur 1,5 Grad. Boah. So, perfekt. Den da oben kriegen wir vielleicht noch so hin. Cool. Und eine Bombe. 2 Bomben. Zum Geheimraum einerseits und den hier. Da ist eine Pille drin. Komm. Mehr Leben. Yeah, volles Leben. Das ist doch mal cool. Nein, nein. Alter, hör auf. Nein, nein. Hätten wir das jetzt nicht gefunden, wären wir wirklich im Eimer. Da oben komme ich jetzt nicht so einfach ran. Einen Raum noch überstehen, dann haben wir wieder eine Karte und ich hoffe, das ist eine gute Karte. Eine sehr gute. Yeah, Geheimraum. Den Schlüssel hole ich mir definitiv. Wer weiß, wo man den nochmal gebrauchen kann. Oh, Bomben. Und ein Herz. Ja, ein Herz. So hängt man. Wir können fliegen. Wow. Die jagen wir mal hoch. Es tut mir leid für euch Buddies, aber... Wie denn? Ah, verdammt. Das sind nur die Dinger da drin. Der oben hat wahrscheinlich eine Fliege, oder? Ich tue es einfach mal ausprobieren. Zack. Was habt ihr bei euch? Und noch mehr Spinnen. Hätte ja sein können, dass was Nützliches rauskommt. So, in den großen Raum. Und der Hanged Man wahrscheinlich benutzen. Was? Ja, ich benutzen. Warum auch nicht? Vor allem die Spinnen sind so gemein. So. Yeah. Gut, dass wir den Fuß bei haben. Ich wüsste nicht, was wir ohne machen. Aber vielleicht hätten wir ohne den Fuß auch nicht so starke Gegner. Das kann natürlich auch sein. Wissen tun wir es erst dann, wenn wir es herausgefunden hätten. So, Bombe. Komm. Na, verdammt. Huh, 1,5 Herzen. Und wir gehen in den Boss. Ja, komm. Nein. Und noch den. Aber der Fuß ist eigentlich gut. Sage ich gerne, ne? Dass der Fuß gut ist, aber stimmt ja auch. Ja, 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 komm, komm. Ist einer der leichtesten Gegner, so wie es ausschaut gerade. Yeah, ein Herz. Brauchen wir unser Leben her? Wir hatten doch gerade noch ein fehlendes. Egal, cool. Und noch mehr. 4. Und wir gehen in die nächste Ebene. Uns fehlt hier nichts mehr. Challenge-Raum brauchen wir eh ein Herz. Das haben wir nicht. Ach genau, und durch die Zecke werden ja die Endbosse ein bisschen leichter. Zeig mal die Zeit gerade. Hier interessiert mich gerade, wie schnell... 17 Minuten, oh. Gördi. Ah, nicht Gördi, sondern hier der Bettler. Der will ja nur die Münzen aufsammeln. Aber das will ich nicht, weil ich will die in den
Opferus Spintus Schrankus reinstecken. Alter! Die bluten alle. Nein, ich habe ihn runtergeschossen gerade. Okay. Wieder einen Gang zurückschrauben und den Fuß machen lassen. Damit bin ich gerade ziemlich gut gefahren. Und sicher vor allem. Ah, da ist der Goldtraum. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Da sind noch drei. Nein, oh. Ganz vorsichtig, mein junger Freund. Beziehungsweise, warum hast du Maden? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Goldtraum. Und Tränenblast auf den Bomben. Und noch 5 Bomben extra. Geheimraum könnte vielleicht da oben links sein. Also hier durch. Und nee, kann er nicht. Okay, dann müsste Geheimraum woanders sein. Wir gehen mal weiter. Wir suchen mal den Shop. Vielleicht finden wir da was Tolles drin. Boah, die Stacheln auf dem Kopf bei Eden, ey. Sieht so hammer aus. Huch. Stimmt, die kann ja raushüpfen. Nein. Nicht so schnell. Was los? Wah! Gut, dass wir so einen schönen Fuß haben. Ich beneide ihn immer wieder. Was war da drin? Ah, noch eine Truhe. Noch mehr Münzen. Wow. Ich muss den Shop unbedingt füttern. Wird sich lohnen für die nächsten Runs, wenn ich mal wieder Geld bräuchte. Ach, guck an. Zack, mit einem Happen weg. Ach, ich warte nochmal auf den Fuß. Der macht richtig gute Arbeit. Pam, wieder weg. Nice, Alter. Und da ist nur eine Spinne drin. Cool, eine Bombe. Geheimraum ist hier ja nicht. Ich probiere es mal hier unten einmal. Komm. Cool. Alter, noch mehr. 41 Münzen. Ich glaube nicht, dass wir so viel rinbuttern können, aber probieren kann man es ja. So könnte er sein. Links oder da oben. Ah, wieder so einer. Und weg ist er wieder, so einer. Springt er? Ja, er springt. Okay. Wow. Und weg ist er. Eine Pille für uns. Und noch eine Karte. So cool. Zurück in den Startraum, glaube ich, war das. Und wir bomben erstmal durch hier. Da ist einer. Und ein schwarzes Herz. Cool. Das nehmen wir mit. Hier ist eine Pille. Was die macht, keine Ahnung. Bombs Aki. 4 Schlüssel, eine Bombe. Ja, damit kann ich leben. Gehen wir mal in den großen Raum. Warum nicht? Zur Not können wir mal noch raushüpfen. Mit unserer Karte. Wow, die hüpfen hier so weit hin und her. Wow. Gerade noch so durchgekommen gerade. Ganz, ganz bedacht. Ich will meine Herzen natürlich behalten. Wow, wo kommt der denn? Wo kommt die denn an, Alter? Von so weit gerade angehüpft. Ist ja gemein. Noch einer. Wie viel sind denn hier in dem Raum? Ah, ein Herz. Super. Ach, das schwarze Herz ist gar nicht draufgegangen gerade. Hat die anderen gar nicht beschädigt, sag ich mal so. Das ist ja gemein. Ein Schlüssel für die Slot-Maschine. Wird sich lohnen, aber erstmal in den Shop. Hier sind die wieder. Soll er mal reinhauen? Finde ich ganz nice. Ach so, weil der Fuß so eine Weile steht, macht er den Standschaden. Der Gegner verletzt sich an den Fußnägeln. In den Steinen ist nichts drin. Gucken wir mal hier. Komm, wo ist denn der Shop? Sag mal. Yay! Yeah. Zack, ich nutze es einfach mal aus und guck, was drin ist. Nischt. Nice. Wow, ausweichen. Das darf gerne der Fuß machen. Komm schon. Yeah, ohne Bombe. Wollen wir es mal austesten hier vorne? Weil ich habe ja so gerne Bombenexperimente. Aber da ist nichts. Aber ein Feuer. Und der Shop ist wirklich da oben in dem einen Extragang am Anfang. Laufen wir mal kurz. Ach so, wir können jetzt unendlich aufmachen. Zack. Cool. Cookie Crisp. Hier haben wir so ein... Ach so, das ist die Pillendose, die wir da hatten. Das, was uns um den Hals hängt. Haben mich gerade gewundert. Hä? Was haben wir denn da? Ja, was ist denn das? Oh! Oh, fast drin gerannt in den Stachel. Grobster Challenge-Raum, da hatten wir ja quasi schon, oder? Nee, haben wir nicht, siehst du? Aber ich glaube nicht, dass ich mir den hole. Guck mal! Ist es der Shop? Der so doppelt verschlossen ist? Ich hoffe es mal. Nein! Unser Herz! Aber immer noch mal ein neues. Schade. Und noch ein Goldschlüssel. Yeah! So, Zen-Raum. Cool, wir gehen in die Mitte und erhalten das, was es da gab. Naja, fast, aber... Es gibt keinen Shop. Dann gehen wir zur Slot Machine. Da werde ich die Zeit mal, glaube ich, wieder ein bisschen voranspulen. Gertie wollen wir nicht haben. Also ich will den nicht haben. Der klaut uns die ganzen Münzen immer. Eigentlich auch irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht.
Weil ich will ja die Münzen für mich eigentlich haben. Hört sich zwar sehr egoistisch an, aber... So ist es leider auch. Wir müssen ja sehen, wie wir über die Runden kommen. Ja, dann bis gleich. Ja, das war's mit dem Automaten, würde ich sagen. Auf zum Bosskampf. Diese Fool-Karte brauchen wir nicht, weil wir nicht flüchten wollen. Wir kämpfen gegen The Adversary. Eden vs. Adversary. Komm. Fühl die Bomben. Yeah. So, da wo er mal lang guckt, wird er mal hinschießen. Das ist ein guter Indikator hier. Vorausgesetzt, er schießt. Wow, wo kommt er denn raus gerade? Ey, der hat ein Herz fallen lassen da oben. Also durchs Feuer. Finde ich nice. Und heilen können wir uns auch noch gleich. Könnte man natürlich auch außerhalb des Raums machen. Yeah! Was haben wir hier drin? Auch was Gutes, hoffe ich. Hier? Komm schon. Eins. Nein! Die böse Träne hat die andere Bombe weggehauen. Yeah! Hat sich gelohnt! Reißt eine Sicherheitsnadel, bitte. Evil Range und Shoot Speed. Nice! Noch mehr! Alter, sechs. Dann. Und mehr Evil, das ist auch immer nicht so verkehrt. So, weiter runter. Wir haben 25 Minuten. Ist zu lange für den Boss. Boss Rush, genau. Müsste man schon schneller durch sein. Aber es kommt doch immer ganz auf die Items an, die man da findet. Ah, manchmal so, manchmal so. Und manchmal auch gar nicht. Yeah! Der Fuß. Ich mag den Fuß. Daddy's Love oder so heißt das, glaube ich. Oder nee, oder Daddy's Long Leg. Irgendwie so. Ich glaube, Long Lake heißt es. Und noch eine Karte. Justice. Ja, das ist gut. Nein, verdammt, falsch gedrückt. Das habe ich haben. Eine neue Bombe, die ich leider verschossen habe gerade. Und ja, und noch ein Herz fallen. Oh! Wow. Komm, der Fuß darf jetzt gerne reinhauen da. Oder auch nicht. Boah, ganz knapp. Sind gut ausgewichen. Ninja. Boah, nicht die großen. Oh, cool. Der Fuß macht voll die Arbeit. Machen wir den Kleinen weg, damit er sich aufs Große konzentriert. Hammer. Hammer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Na gut, mit unserer Schussgeschwindigkeit sind wir auch nicht gerade so schlecht beseitigt. Evil Eden vs. Enemy. Oh, das hat reingehauen. Cool. Er hat auch nicht mehr viel zu sagen. Wo könnte denn in der Geheimraum sein? Ich tippe mal, er könnte zum Beispiel hier sein. Nein, natürlich nicht. Hier könnte kein Raum sein. Denn vielleicht links. Komm, ein bisschen Glück. Ist er dann nicht. Also ein bisschen mehr Glück ist er dann schon da. Huch, achso, ich kann man nur von hinten angreifen. Ja, das war mal. Alter, hart. Ha, die können uns verängstigen, die Gegner. Kann man auch als Verbündeten finden. Diesen kleinen. Mein kleinen Freund. Vier Herzen können wir auch noch sammeln. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich hab was im Auge. Ah. So. Vielleicht nur eine Wimper oder so. Sehe ich ja selbst nicht. Müsst ihr mir sagen, was ich da... Oh, cool. Das Feuer mache ich nicht. Ach, die schießen ja die Feuer. Verstimmt. Stimmt. Dann machen wir sie doch mal aus. Und schießen einfach mal hier durch. La, 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 la. Nein, was ist denn das? Das Feuer kann über Schädel schießen? Sah so aus gerade. Naja, machen wir so schnell aus. Ich habe komplett vergessen, dass sie uns angreifen können. So eine Karte und die macht die Blutbank. Eine Bombe. Wir nutzen mal die Bombe hierfür. Gucken, was rauskommt. Zwei solche Gegner. Der bringt einiges. Gut, warten wir mal da drauf. Juhu. Nichts rausgekommen. Schade. Wo ist der Goldraum? Alter, was ist denn hier los? Können wir gleich die Herzen opfern und in den Challenge-Raum gehen. Aber das will ich gar nicht. Ich mag meine Herzen. Hätte man mit Eve machen können. Die hat ja meistens immer nur... Oh, ein Herz. Das war schnell. Mein Charakter war langsam. Wir haben hier auch noch Temperance, eine Blutbank. Können wir eigentlich eine zerstören. Weil wir so dekadent sind. Wow. Gib mir bloß nicht zu viel. Goldraum fehlt auch noch und der Job. Ich suche nie die natürlich erst, bevor ich irgendwas da im Kartraum mache. Vielleicht brauche ich ja die Münzen.
Cool. Oh, gib her. Nein, verdammt. Stimmt. Wir haben noch eine Blut... Was? Noch eine Blutbank? Komm, die setzen wir gleich mal ab. Dann können wir sie nochmal hochjagen. Am besten neben der anderen. Hier oben. Nein, verdammt. Na gut. Dann haben wir halt einmal geopfert. Ein Herz liegt ja noch da unten. Brauchen wir aber erstmal noch nicht sammeln. Wow, so viele Dingels. Dann saugt der in der Mitte auch noch an. Wie gemein. Komm schon. Aber saugt der die Gegner auch an? Aber es sieht, ja, doch, sieht so aus. Alter, hör auf damit. Ganz kurz noch. Oh. Oh. Alter, was ein gemeiner Raum, sowas. Oh. Das war schnell. Bin ich ja überrascht. Und erstaunt gleichermaßen. Yay. Hier ist der Shop. Steam Sale. Brauchen wir den? Aber wir haben eigentlich genügend Münzen. Ich nehme einfach mal diesen. Guck mir eine neue Karte an. Tour of Clubs, mehr Bomben. Nehmen wir auch. Den Rest putter ich mal hier oben rein. Und mehr geht nicht, schade.